Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen heute Grasmähen. Zumindest fangen wir damit an. Auf Schwatt, und dann werden wir auch gleich im Anschluss beginnen mit Sammeln. Er fährt aktuell auf Position, da wo er anfangen soll. Ich muss kurz gucken hier, ob wir die Felle fangen können. Machen wir ganz kurz auf schneller. Ich glaube, ich kann so auf 10 zurückgehen, ne? Wenn wir wenden mit 43 km/h, das ist ein bisschen doll. Aber ich kann selber da nicht hinfahren, weil ich sonst das Gras zerstören würde, die Frucht. Wenn man Brechung hat. Und auf 10 km/h wieder. Wo will er hin? Das ist nicht so vorgesehen. Naja, also erster Wegpunkt. Hätte ich machen müssen, jetzt ist er irgendwo hingefahren. Wurde schlecht, ne? Dass ich dabei war. Trinken. Wasser, Cola ist alle. Ich wollte am Montag Cola kaufen. Also die Cola ohne Zucker war alle. Mit Zucker war alle. Und die mit Zucker, die kannst du, ohne Zucker kannst du trinken. Das ist ein Begriff. Da ziehe mir die Schuhe aus. Ja, jedenfalls habe ich eine kleine Cola gekauft. Na gut, da kaufe ich irgendwas 6 Stück. Muss ja reichen, ne? Das ist auch ein guter Kurs, ne? Gut, das nicht anders. Jedenfalls, ja, gut, die Cola ist alle. Kleine Flaschen reichen ja nicht lange, das ist ja das letzte Problem. Aber ist gut so, trink das Wasser, ne? Besser für die Figur. Jedenfalls war am Spar das ganze Toastbrot, aufpackbare Brötchen, das war alles weg. Bis auf ein kleiner Rest, keiner isst und so, lieben, aber wirklich ein kleiner Rest. Und, aber Klopapier war genug da, muss man sagen. Aber ich habe keins gekauft, wenn ich nicht geklopft habe, ich war zu Hause. Also ich finde, das erste, was ich kaufen werde, wäre was zu trinken, also Wasser. Für den Fall, dass mal ne, zusammenbrechen sollte, und was zu essen, ne? Also notfalls auch ohne Strom klarkommen kannst, ne? Das heißt Brot, Brötchen, und zwar fertige Brötchen. Die müsste ich jetzt zwar eingefroren, aber müsste ich auftauen. Wenn der Frost und der Strom ausfällt, dann ist ja so oder so, in Anführungszeichen, ne? Fällig. So, das hat erstmal begonnen, und jetzt können wir gleich den nächsten losschicken, sammeln. Sobald das hier, lassen wir den Vorsprung, oder lassen wir ihn erstmal eine Runde fahren. Wir werden auf jeden Fall schon mal den zweiten bereitstellen. Wir haben hier einen zu stehen. Nicht hier LKW, aber den müssen wir auch wegräumen vorher. Ach so. Abkoppeln, und ja, das ist schuldenfrei, ne? Mittlerweile, ups, ja, ich hab zum Mikrofon geguckt und schon war es die Wand, ne? Leben. Ja, den Anhänger müssen wir wegnehmen vom Diesel, der war ja voll, aber mittlerweile aufgefüllt. Wir wollen ja wieder Heu machen, ne?
die andere, den Rest, sobald das hier voll ist, geht es dann Richtung die Lagerhöhe. Also das Ding da vorne, das ist schwarze oder blau. Diesel. So, die Kühe muss man kriegen, oder? Was abgesehen davon, ne? Kann man nicht warten. Lang. Dann stellen wir sie wieder rein. Ist keiner den Platz blockiert, ne? So, links oder rechts ist mir egal. Auf Seiten wohin, ne? Vielleicht brauchen wir ein Seil, wenn er in der Garage in der Fahrzeug einfach reinzieht. Das ist sonst ein bisschen. Die brechen immer auf, wenn ich da, wo ich will. Aber irgendwann klappert schon. Ein bisschen länger. Ein bisschen üben. Das muss ja nicht hundertprozentig gerade sein. Ja, schön das schon, ne? Reine Optik. Wir haben ja hier genug Platz. So, den können wir mal hier stehen lassen. So, dann brauchen wir jetzt Traktor. Und zwar den roten. Der blaue ist ja da hinten. Der Fendt. So, dann müssen wir noch einen Sammelwagen kaufen. Damit wir ja auch Strom machen können. Sobald es trocken ist, geht die Weizenernte los. Und ich möchte die Weizenernte zuerst machen. Naja, wenn so der Bauer enthält immer eigentlich Weizen. Schlecht, wenn nass wird. Bei Herbst ist es ein bisschen weniger schlecht, weil ist ja eine Hülse eigentlich gebunden. Ne? Und dadurch ist immer zuerst Weizen da. Aber hier ist das glaube ich egal. Aber da ich weil Stroh auch haben möchte, dann heißt es natürlich sofort Weizen machen. Ne? Und dann Raps und später Sonnenblumen ist mir auch nicht reich. Ne? Das wird morgen reich werden. Oder ganz gut so, mit dem Stress. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir den richtigen Kurs finden. Das heißt, erstmal den Kurs nehmen von dem. Von dem Meer, ne? Dem Meer. So. Das heißt, wir müssen kurz laden. Eben das hier. Da muss ich schauen, ob ich auch richtig finde. Also, dann müssen wir einen Kurs anhängen und zwar Beführung, Gras zu Heutrocknung. Anhängen. So, jetzt fahren wir hier mal los. Feldmodus, richtig. Am ersten Lichtpunkt. Einstellen. So. Deswegen mit dem KI fahren, weil wie gesagt, wenn ich da fahren würde, gäbe es die Frustzerstörung. Wenn ein Helfer fährt, sondern ein intelligenter Helfer, also normaler Helfer wird das ja nicht machen. Ach. Da das alle Gras mitgenommen wird, ne? Das ist mir schade. Aber gut, das ist halt so. Ich bin ja schon froh, wenn wir mal schwimmen können hier, ne? Das ist ja auch noch wichtig. Das ist ja deswegen auf 1. Also die Erdezeit wird auf 1 gefühlt. Also das geht nicht anders. Und sonst haben wir dann gleich wieder eine Wachstumsstufe drin und wir können noch einmal schwimmen, ne? Das ist dann ungünstig, ne? So. Ansonsten. Lassen wir nur ein Fahrzeug sammeln und den anderen werden wir dann mit Stroh verwenden. Es sei denn später gerade so viel Vorsprung, dass wir mit dem zweiten eingreifen können, dass wir irgendwo anfangen und dann das gleiche machen wie hier. Ne? Ja, wie gedacht, er ist also weit weg. Ah, hier, also bei 0 gehen wir mal. Bei 0.
auf Null dann nur so. Aber auf Null. Dann muss ich jetzt die Bahn finden. Wenn ich jetzt die Bahn gefunden habe, die erste Mal die Bahn, dann werde ich sofort von vorne anfangen. Ne? So hängt da vorne raus, die Treppe, die Leiter. Ja, die ersten Bahnen sind ungünstig, weil die so kurz sind, aber hätten machen können wir wollen, das wäre egal, ich fand keine Probleme. Aber ich so mit 3 war ganz gut. Da war dann schön Wenderadio. Mal schauen, ob wir jetzt eine richtige Bahn finden. Im Notfall halt. Ne? Ja, finde ich richtig, ist gut. Nur mal gucken, dass ich hier mit 20 km/h fährt. Ne? Ach, wo jetzt halt auch noch. Gut, die erste Bahn nimmt er jetzt nicht mit, richtig, aber die zweite ja schon. Ne? Dann geht's nicht mehr. Die wird es ja blöd und gefährlich, wenn er die Außenbahn mäht. Ne? Dann muss ich eingreifen und pausieren. Sonst haben die garantiert eine Kollision. Ne? So, nicht plus. So, jetzt läuft. So, jetzt gehen wir ganz kurz rüber und schauen mal, wie feucht der Acker ist hier. Das ist unser Fahrzeug für Einfahren, Kurs, Stroh sammeln. Also so. Ich glaube, das ist Wachstum. 70% noch? Oder hier 100%? Ich war auch sehr nass. Gut, dann fahren wir den mal zurück. Und die werden wir umrüsten auf normale Reifen. Weil. Hat die gespeichert? Ich glaube schon. Wir haben Pech. So, wir fahren jetzt zurück. Normale Reifen. Und reparieren. Ja, reparieren und dann gleich den nächsten Ladewagen bereithalten für. Oh, das ist ein Käse mit seinem Rot. Hat dann auch einen Ladewagen gehabt, glaube ich. Ja, das ist der Drescher mit für Raps. Ups, die Dinger muss ich wegnehmen. Da macht er mir ja garantiert Probleme. Ich habe noch kein Sammelgerät, also. Fahren wir runter. Aber nicht drauf fahren. So geht das. Garantiert schon eine Lage, die Lage. Ja, also mit dem Gebiss zu der Scheiße. Aber gut, muss irgendwie gehen. Hab da manchmal meine Schwierigkeiten mit. Aber im Großen und Ganzen wieder. Aber ohne noch blöder. So, dann die letzte Bahn auch weg. Jetzt fahren wir vom Feld, ne? Also weggeholt man lange nicht. So, wenn wir das gleiche Ding installieren, auch im Arsch. Dann kommen wir am Freitag entsprechend. Da auch mal testen, ne? Mal sehen, wohin wir am besten hier vom Hof, ne? Weil die fahren immer ins Lager rein und da ist es klüger, man hat den so weit weg, ne? Da geht der Hof hier. Entschuldigung, guck auf.
Ja, aber aktivieren von dem Global Company Dings dahin, Markt, da musste ich so ein Menü öffnen, so ein Fenster, wo immer dran steht, synchronisiere, ne? Also, wenn das nicht da ist, dann geht's nicht. Also, erstmal öffnen hatte ich das Symbol auf dem Desktop gehabt. Von einem anderen Dings getrennt und schon hat es funktioniert. Nun geht's aber. Ich sag mal so, bei so Sachen, wenn es klappt, wieder ein paar graue Haare mehr oder weniger, wenn man so. Graue Haare habe ich ja den noch nicht, aber vielleicht ein paar weniger höchstens. So, wenn mal aufrüsten auf Normalbereifen oder Breitreifen. Wir reparieren gleich mal. Dann reparieren wir auch gleich. Das ist ja nichts. So. Die Farbe lassen wir so. Den wollen wir umändern. Richtung. Das brauchen wir nicht. Höchstens Radgewichte. Eigentlich auch nicht. Wir brauchen nur Breitreifen. Unterführung 82 PS. Also umrüsten. Wenn man schon mal vorher hatte, kostet nichts. Denn, wenn man so rum, wenn er. Ja, es wird Zeit kosten. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, als Bauer, ich muss jetzt einen Traktor umbauen. Der hat die entsprechende Vorrichtung da, also eine kleine Werkstatt, montiert sich die Reifen mehr oder weniger selbst um, ne? Also die Größe natürlich, die kleinen vielleicht eher nicht, aber die Größe und so. Wenn ich das selber mache, ist das nur im Prinzip meine Arbeitszeit und keine Kosten für eine Werkstatt. Ne? Ich dachte, pack mal vorbei. Ja, okay, dann vielleicht kaufen wir einen. Auf geht's. Das ist ja für Stroh gedacht. Also einer Fan besser wäre für, weil er schneller ist, aber gut. Und der macht nur 53 km. Okay, wird reichen müssen, ne? Ich wollte Tiere versorgen. Das ist eh nass, ich könnte eh nichts tun. Das Flug sein. Also, hier, alle müssen wir eh ermähen, ne? Ja, mit Gras hier unten lang, oder? Ja, ja. Oh. Da fährt geradeaus den Weg rechts, beim Wald, beim ehemaligen Wald, und dann Richtung Straße. Also nicht hier in dem Bereich, wo jetzt ein Weg stehen wird. Weg steht immer schlecht, dann müssen die ganzen Anhänger und Fahrzeuge immer auf ihren Platz zurück, mehr oder weniger in den Hallen oder notfalls in der Garage halt. Ne? Ja, die Kühe sind mittlerweile fast zu geschickt, der Kälber. Die Milchproduktion war auch hochgefahren. Hatte ich neulich geguckt, also früh. 100.000 Liter. Ist schon was, ne? Das ist gut. Das ist diese Futter. Mindestens 2-3 Kugeln. Jetzt mal Stroh. Stroh und Mist für die BGH. Wieder Hänger. Also die Kühe haben guten Appetit, sag mal so. Ich habe ja noch vor, mir ein weiteres Kuhstall zu nehmen und dafür aber
andere Kühe zu legen, also die auf Fleisch sind, ne? Also Kühe mit Fleischpotenzial, ne? Weniger Milch, gar keine sogar. Aber keine männlichen Tiere kaufen. Ich will alle Kälber selber erzeugen lassen. Lassen. Es geht ja hier automatisch. Es wird immer ein, ja, heißt schön, Besamer heißt er so vom Beruf her. Und der macht das, was der Bulle macht normalerweise, ne? Mit das sind ja im Grunde Zuchtbullen. Also wenn jetzt jemand Mastrinder haben möchte, der gibt extra viel Geld aus, um speziell von einer speziellen Gattung oder, ne, entsprechend was veranlagt ist, erblich groß und stark und kräftig gebaut. Das ist dann so, was dann so kostet. Und wer nur das braucht, Anführungszeichen einfach, weil es mehr um Milch geht, da gibt es die normalen Tiere. Kopieren und lasten, also irgendwie. Achso, das ist gut. So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank und den Winkel. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.